wundert mich auch, dass wir, also wir haben jetzt zwar erfahren, was wir, was der Typ vorhat, aber es bringt uns nichts. Ah, können wir das, nee, den können wir das ja nicht erzählen. Oder können wir das einfach den Jutten erzählen eventuell? Ich weiß gar nicht, wer mir das hier erzählt. Hier, der Typ, den interessiert das doch, an der General hier, gell? General, hallo, ich habe eine Frage. Kann ich mir eventuell... Oh, Leute, das kann ich wirklich. Ich habe den Prinzen belauscht. Er sucht irgendeinen Garten. Damit will er nach der Schlacht die Herrschaft an sich reißen. Doch nicht etwa den Garten des Vergessens. Ihr wisst etwas darüber? Nun ja, es ist nur eine Legende, aber es heißt, irgendwo im Rashtulswall nahe des Vulkans Rashtul-Kanscharot läge eine versteckte Höhle. Die Höhle trägt den Namen der Garten des Vergessens, da alles, was darin geschieht, von der Zeit selbst vergessen werde. Was auch immer das bedeutet. Erwähnt die Legende auch eine Maske? Ja, da war irgendwas. Ich müsste das jedoch nachschlagen, um sicher zu sein. Das klingt nicht nach etwas, womit ich mich beschäftigen muss. Wenn Kasims Aufmerksamkeit wirklich auf einer Höhle im Rashtunswall liegt und nicht auf der Schlacht, dann ist er nicht mehr mein Problem. Wir können unseren Blick also getrost auf unser eigentliches Ziel richten. Der Garten des Vergessens? Hast du jemals davon gehört? Nein, noch nie. Aber die Geschichte wird von Seite zu Seite merkwürdiger. Ich mag mich irren, aber irgendetwas an diesem Garten fühlt sich falsch an. Ich kann nur noch nicht sagen, was. Lies weiter. Das ist auch ziemlich Admiral Vahim schlug alle Warnungen in den Wind. Doch spürte ich die Gefahr, die von diesem Garten ausging. Das Mädchen dagegen hatte Blut geleckt. Ich glaube, sie hielt den Garten für etwas, was ihr beim Erreichen ihrer eigenen Ziele helfen könnte. Nur wusste sie noch nicht genau, wie. So, nehmt ihr mich nun mit oder nicht? Ich weiß nicht, was du denkst, Vahim. Aber ich mag sie. Abgemacht. Wir legen im Morgengrauen ab. Ruht euch bis dahin aus. Die Feldbetten in Keshalri sind bei weitem nicht so bequem wie hier. Ihr kommt gerade zur rechten Zeit, Xerxes. Das Mädchen hat sich soeben unserem Heer angeschlossen. Was sie in meinen Augen um einiges vernünftiger macht als euer ganzes Konzil zusammen. Na gut. Wenn ihr für sie bürgt und sie uns nicht alle ins Unheil stürzt, meinetwegen. Das hat ihm wohl nicht so gefallen. Das hat ihm gar nicht gefallen. Sag ich ja. So, ich muss zurück auf die Festung. Auf eine glorreiche Schlacht, ihr zwei. Ich werde mich etwas in der Bibliothek umsehen. Das Gerede über diesen Garten des Vergessens hat mich neugierig gemacht. Sehr klug, mein Herr, sehr klug. Und die Drachenstatue hier finde ich ja mega geil, muss ich sagen. Ich mag Drachen. Sie hätten sich dem Heer gegen die Dämonen sofort angeschlossen. Ja, und ich glaube, sie hat noch alles platt gemacht. Wer hat diese Hallen nochmal erbaut? Ich glaube, das war Ironie. In die Ratshalle, da kommen wir her, okay. Dunkle Ecke. Ja, bitte lauf noch langsam. Ich höre ein Flüstern, als ob etwas Böses darin wohnt. Was ist das? In der Mitte der Finsternis steht ein Podest. Und darauf fühlt sich an wie eine Lampe. Ich nehme sie mit. Kam die Finsternis etwa aus der Lampe? Ich habe gerade pure Finsternis mitgenommen. Hey! Okay. Gut. Auf so eine Idee muss man das mal kommen. So, dann gehen wir auf das Dach jetzt. Jetzt können wir was ja machen. Luftgeist. Komm her. Er hört nicht auf dich, Satya. Warum auch? Du bist völlig machtlos gegenüber den Kräften, die dich umgeben. Ich habe mich wenigstens nicht wie ein Hund anketten lassen. Da ist er schon. Nahe der Wand spielt ein weiterer Luftgeist. Seine Nähe hat eine Rune zum Erscheinen gebracht. Ah, das
Ich will Kasim nicht zu nahe kommen. Ich fliege erst dorthin, wenn ich auch wirklich einen Grund sehe. Ich will Kasim nicht... Ich fliege... Ein leeres Sechseck. Es ist zu tief. Und ich brauche meine Beine noch. Okay. Komm her. Er gehorcht nicht. Nahe der Wand spielt seine Nähe. Er spielt also. Kann ich die Finsternis... Wenn ich dem Raum das Licht raube, verhelfe ich Kasim am Ende noch zur Flucht. Nein, das werde ich nicht tun. Okay. Das führt doch zu nichts. Das geht gar nicht, kann ich mit Kasim... Hey, Kasim! Er ignoriert mich. Dass ich ihn ausgerechnet hier wieder treffe. Von mir aus kann er in diesem Loch verrotten. Sehr schön, wenn er so böse ist, dann... Was mache ich mit Luftgeist jetzt? Ich will Kasim nicht... Ich fliege. Der Geist hat ein Symbol zum Erscheinen gebracht. Muss ich hier bei 7 Luftgeister sammeln oder sowas? Wer weiß, wer weiß. Kann ich jetzt mit der Humus-Adeptin reden, ohne dass sie mich tötet, umbringt oder was? Was machst du da? Psst! In der Erde schläft ein Humusgeist. Er kümmert sich um die Fruchtbarkeit des Bodens und schläft gerade. Sei bitte leise, ja? Es ist schön wieder. So viel frisches Gemüse habe ich nicht ein... Okay, er schläft gerade. Macht sie das wirklich jetzt? Warte. Ich weiß nicht einmal, wo ich ansetzen sollte. Nein. Lieber nicht. Okay, es ist also ein Humus... müssen wir vielleicht verschiedene Geister mitnehmen? Das wäre ja fast logisch, dass wir viele Geister mitbringen müssen. Das wäre ja fast logisch. Kann ich überhaupt noch fliegen? Oh. Zum Erzlabor. Das ist schon mal sehr wichtig. Da möchte ich hin. Xerxes! Nur die Ruhe. Ich darf inzwischen mein Zimmer verlassen. Mhm. Was ist das für ein Raum? Eine Werkstatt. Und was macht ihr hier? Als Erzmagier untersuche ich Gestein und Kristalle. Und gefährliche Artefakte. Das auch. Woran forscht ihr gerade? An einer Elementarsphäre. Stört mich nicht. Ich habe ein gutes Gefühl gerade. Die Arbeit geht leicht von der Hand. Okay. Was wisst ihr über diese Maske hier? Ich mag sie nicht. Sie vermittelt mir kein gutes Gefühl. Untersucht die Maske. Später. Wann später? Bitte. Bohrt nicht ständig mit euren anstrengenden Fragen. Ich habe gerade ein sehr gutes Gefühl mit dieser Sphäre hier. Ich muss das nutzen. Ihr erforscht nur Dinge, die euch ein gutes Gefühl geben? Mit dieser Sphäre verbinde ich Wärme und Licht. Mit der Maske verbinde ich nur kaltes Fleisch und Tod. Beantwortet das eure Frage? Was sagt euer Gefühl jetzt? Mit der Sphäre assoziiere ich Wärme und Licht. Mit der Maske verbinde ich nur kaltes Fleisch und Tod. Okay. Habt ihr euch den Stab auf dem Tisch näher angesehen? Kurz. Und? Er ist beseelt. Längere Studien werden zeigen, mit was. Aha. Okay. Ich lasse ihn mal sein Zeug machen und nehme den Kelch. Eine Tafel. Die Steintafel ist kaputt. Erinnert mich nicht daran. Ich bin gestolpert und nun ist sie ruiniert. Wenn ich nur daran denke, vergeht mir sofort die Lust am Leben. Alter Schwede, man kann so rot reiben. Sie ist zerbrochen. Ach, kann ich ihm vielleicht schlechte Laune machen? Was sind das für Steine? Spart euch eure Arroganz. Das sind Erze. Für mich sehr kostbar und wichtig. Ein Haufen Steine. Stab. Sieht aus, als wären wir uns endlich los. Redest du nicht mehr mit mir? Wie du willst. Was mit Rachwan geschehen ist, war furchtbar. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Man hat ihn an den Tisch gekettet.
Ah, vielleicht kann er nicht reden, Steingesicht. Hey. Keine Antwort. Aus der Wand ragt ein steinernes Gesicht. Es blinzelt mir zu. Das ist bestimmt ein Steinelementar. Nein. Ich war fragend, wie wir den noch rauskriegen. Nein. Kann ich eventuell den Besen jetzt nehmen? Du machst wohl häufig sauber. Ja, und ich hasse es. Ich hasse diesen Besen. Nehme ich ihn mit? Du machst wohl häufig... Ja, und ich... Er hasst diesen Besen. Bleibt mir mit diesen Spielzeugen vom Leib. Wenn ich wollte, könnte ich diese Dunkelheit ohne weiteres durchbrechen. Ist das dein Tee? Ja, er hält mich warm. Ich verbinde viele gute Dinge mit diesem Aroma. Ich darf jetzt nicht den... Achso, Moment. Stopp. Ich darf jetzt nicht den Kopf... Das führt doch zu... Ah, ich will doch hier nur den Kelch. Der Weg der Willkür ist nicht mein... Du sollst ihn Tee mit Alkohol versetzen, damit Scheiße schmeckt. Ist das so schwer? Ist das denn so schwer? Er ist heiß. Kann ich den Kelch da draufsetzen? Ich weiß nicht einmal... Nee, geht also nicht. Magisches Apparat. Was tust du da? Ich bin Forscher. Ich forsche. Ist das Antwort genug? Nicht wirklich. Es ist auf diese Kugel ausgerichtet. Warum nicht auf die Maske? Ach, die liegt ja hier? Haltet Abstand. Dieses Artefakt mag gefährlich sein. Die habe ich gar nicht gesehen, die liegt ja die ganze Zeit hier. Wie bekomme ich ihn nur dazu, sich ihr zuzuwenden? Ich muss mehr über sie erfahren. Du musst mehr über sie erfahren. Eventuell... Bleibt mir mit diesem... Wenn ich... Sphäre? Was ist das? Das würdet ihr nicht verstehen, selbst wenn ich es euch erklären wollte. So etwas habe ich noch nie gesehen. Kann ich eventuell die Sphäre mit dem... Bleibt mir mit die... Wenn ich... Ja, okay. Irgendwie muss ich dazu sorgen, dass dieser Apparat sich... ...dreht. Na? Du machst wohl... Ja. Straßenhändler. Das ist ein Schleifstein. Was hat es hiermit auf sich? Das ist ein Schleifstein. Nichts besonders Schönes, nichts besonders Schlechtes. Er ist einfach nur Mittel zum Zweck. Okay. Ein rundes Stück Fels. Da hast du vollkommen recht. Können wir damit irgendwie hier... Kelch des Erzadepten. Später. Vielleicht brauche ich den Kelch noch. Ich bin leicht überfragt. Wir haben ja noch ein paar Wege, wo die mir noch keine Auskunft geben. Zur Drachenhalle, aufs Gästezimmer. Ich gehe mal hier lang. Vielleicht kommen wir ja... Ah, wir kommen noch in neue. Da ist ein Wasser. Alles klar. Wir müssen also wirklich hier von jedem Element ein was holen. Es ist nur ein Teil des Siegels. Etwas fehlt noch. Ich spüre ein Schlagen. Wie einen Herzschlag. Sieht aber mega geil aus. Ein unterirdischer See. Hey! Ein weiteres Drachenbauwerk? Diese Hallen kennen kein Ende. Ich kann dahinter den Umriss einer großen Statue erkennen. Wahrscheinlich ein Drache. Es kommt nur wenig Licht hindurch. Kann ich... Vielleicht von der anderen Seite. Ah. Moment.
was ja dann hier oben wäre. Nanu als Statue. Sie ist eiskalt. Komm. Das könnte daran liegen, dass es Eis ist. Eines Tages wird man auch mir so ein Denkmal errichten. Das war's, oder wie? Ich stelle mal hier jetzt die Lampe drauf. Sie schimmert strahlend sauber. Moment, hier ist eine merkwürdige Aussparung. Das bringt mich nicht. Die muss da runter. Das bringt mich nicht. Hier ist eine Ich kann auf der anderen Seite Wasser erkennen. Das bringt mich. Sehr gesagt, vielleicht von der anderen Seite. Das bringt mich nicht. Hier ist eine. Das bringt mich nicht. Gehe ich erstmal zurück. Scheint also noch nicht zu funktionieren. Na nö. Hier ist aber ganz schön viel, was man anklicken kann. Warum ist es hier so kalt? Die Bibliothek von Draconia steht unter der Aufsicht der Eisfakultät. Schrift ist wie gefrorenes Eis. Sie hält einen Moment in der Zeit fest. In diesem Falle bis in alle Ewigkeit. Okay. Was sind das für Runen? Hm? Ach, das. Das sind die Symbole der 6 Elemente. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das das Symbol für Humus. Wo habe ich sie nur schon einmal gesehen? Das müsste das Symbol für Erd sein. Okay. Dieses Symbol steht für Wasser. Moment, das schreibe ich mir kurz auf. Also, Humus, Erz, Wasser. Das ist das Symbol für Eis. Eis. Das ist das Symbol für Luft, ganz eindeutig. Und das andere wird wahrscheinlich Feuer sein. Diese Rune steht für Feuer. Feuer. Okay. Der Eis-Djinn in diesen Hallen hat mir den Weg zu einer alten Schrift gewiesen. Es ist eine der wenigen, in der Garten des Vergessens überhaupt auch nur erwähnt wird. Und? Es ist ein Reisebericht von einem Magier namens Halef Ben Yalif. Er war Diener eines Magier-Moguls und wurde losgeschickt, den Garten zu finden. Welcher Magier-Mogul? Der letzte der Mogule. Malakar. Leider fand er den Garten nie. Und aus Angst vor der Strafe seines Herrn begann er sich vor dessen Lakaien zu verstecken. Er fürchtete, wenn man ihn fand, würde man ihn, ich zitiere, erst die Maske antun und mich dann in ein lebloses Artefakt verwandeln. Was für ein Artefakt? Wer weiß? Vielleicht ein Ring oder ein Armreif. Oder ein Stab. Diese alten Mogule wussten, wie man einem das Leben vermisst. Wie war sein Name nochmal? Er hieß Halef Ben Yalif. Ich frage mich, ob sie ihn jemals erwischt haben. Und ich glaube, sie haben ihn erwischt. Was wisst ihr noch über Ben Yalif? Nicht viel. Man hatte ihm die Maske gegeben und ihn losgeschickt, den Garten zu suchen. Mehr steht hier nicht. Was steht in dem Bericht über den Garten? Es heißt, im Garten läge eine Art Zauberwort vergraben, das die wahre Macht von Malakars Maske weckt und das einem 3 geheime Kammern den Weg dorthin weisen. Der Rest ist unzusammenhängendes Gewäsch. Seid ihr da sicher? Ja. Die Suche nach dem Garten muss Yalif zu Kopf gestiegen sein. Er brabbelt davon, dass der Ort von einem uralten Wesen erschaffen worden sei. Einem Diener der Zeit.
Und dass Satinav, der Herr der Zeit, den Garten von unseren Sphären getrennt hätte. Auf dass nichts, was im Garten geschehe, Folgen für unsere Wirklichkeit habe. Dann steht hier noch etwas von Lügen, die Wahrheit werden. Und einem Loch im Buch der Zeit. Eindeutig die Erfindungen eines Schwachsinnigen. Glaube ich ja nicht, mein Lieber, glaube ich ja nicht. Drei Kammern weisen den Weg? Ja, deren Zugänge befinden sich irgendwo in Draconia. Haltet Ausschau nach diesem Symbol. Ihr könnt die Seite haben, wenn ihr wollt. Danke. Ich habe das Symbol schon gefunden, mein Guter. Um die Kammern zu öffnen, müsst ihr jedoch die Maske bei euch tragen. Bevor ihr nicht die Maske habt, nützt es auch nichts, nach den Kammern zu suchen. Stiftet ihr mich gerade zum Diebstahl an? Mädchen, ich bin nur hier, um Wissen weiterzugeben. Was ihr daraus macht, ist ganz allein eure Sache. Der Garten wurde von einem Diener der Zeit erschaffen? Richtig. Wer auch immer damit gemeint ist, es heißt, er schläft in den drei Kammern und wartet auf einen Magier, der ihn weckt. Muss es ein Magier sein? Ja. Erst die Anwesenheit von Magie wird seinen Schlaf stören. Dazu brauchen wir den Stab. Wer ist Satinav? Satinav ist der Wächter der Zeit. Er wacht über das Buch der Zeit und passt auf, dass niemand den Lauf der Dinge, der darin beschrieben steht, stört oder verändert. Hat ihn jemals jemand gesehen? Nein, er ist nur eine Legende.